Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Diesmal beim Joggen im Regen. Aber davon erzähle ich gleich mehr. Tschu. Heute bin ich wieder unterwegs in der Nähe von Dasbach. Da rase ich ein bisschen rum im Taunus und es regnet heute gar nicht mal so wenig, aber das macht mir nichts, denn ich muss irgendwie weiterkommen. Regen hält mich nicht vom Sport ab, das soll es nicht. Ich bin kein schön Wetterjogger, obwohl es bei schönem Wetter schöner ist, aber heute wird halt auch mal im Regen gejoggt, Regencape an. Kopfhörer, fertig, los geht's. Ich habe vor so ungefähr, 10 mindestens, und dann schauen wir mal, wie es mir so geht, wie ich mich fühle, und dann werde ich ein bisschen mehr machen. Ich bin jetzt kurz vor 6 Kilometern, es hat gerade ein bisschen aufgehört zu regnen, aber das wird wahrscheinlich nicht so bleiben, geht bestimmt gleich wieder los. Läuft alles super, ich bin saunass, wie man fast sieht, aber es läuft. 6 Kilometer habe ich, wie gesagt, fast gleich, und die 10 sind kein Problem heute. Mal gucken, wie weit ich packe und wie weit ich Bock habe. So, ich bin jetzt knapp über 8 Kilometer unterwegs. Hat wieder ein bisschen eingesetzt, der Regen. Nicht so schlimm wie am Anfang, aber es fisselt halt noch so ein bisschen. Aber die 10 Kilometer schaffe ich locker und dann noch ein bisschen mehr. Ich guck mal, wie weit mich meine Beine heute tragen und wie ich Bock habe. Hier, da ist Dasbach. Total interessant. Scheißegal, ehrlich gerade. Gut, also es geht weiter. Bei etwa 11 Kilometern bin ich angekommen. Der Regen hat wieder ganz ordentlich eingesetzt. War mir klar, dass es nicht so bleibt. War nur eine Pause kurz, Regenpause, aber keine Pause bei mir, ich bin weitergelaufen. Wie gesagt, ich bin jetzt bei 11 Kilometern und wenn ich jetzt einfach nur durchlaufe, bin ich bei 12. Aber ich habe gerade beschlossen, ich mache mehr, weil die Beine gut drauf sind heute. Deswegen, der Regen kann mir nichts. Scheiß auf den Regen. Also, ich mache weiter, immer weiter. Gucken, wie weit ich heute komme. War mehr auf 12 als 12 auf jeden Fall. Ich bin kurz vor 14 Kilometern und es regnet ganz schön mittlerweile. Die Scheiße läuft mir in die Augen. Ist nicht so angenehm, weil mir der Schweiß mit in die Augen rinnt und das brennt zuweilen schon mal. Ich werde immer schwerer, weil die Klamotten, auch wenn sie einigermaßen wasserabweisend sind, trotzdem Wasser aufnehmen irgendwie. Und von innen schwitze ich auch noch. Das heißt, insgesamt Ballast, den ich mit mir rumtrage gerade. Aber wenn ich mich jetzt da hinten drehe, bei 14 Kilometern, meinen Wendepunkt an meinem üblichen, dann muss ich mindestens die 16 laufen, weil ich ja wieder zurück muss. Heißt, mindestens 60 Kilometer heute. Saugeil. Also der Regen kann mir nichts. Auch wenn es gerade echt doof ist. Ich laufe mal weiter. Wenn ich die Runde jetzt gleich vollendet habe, dann habe ich 20 voll. Ich bin gerade bei 19 ungefähr. Aber die Runde mache ich auf jeden Fall noch voll, weil das ist ja auf dem Heimweg sozusagen. Und dann werde ich 20 haben. Ich entscheide dann noch, ob ich mehr mache oder nicht. Ich bin gerade ganz schön im Arsch. Werden wir gleich sehen, ob ich mich von zu Hause melde oder von der Piste. Das ist die große Frage gerade. Was ein Scheiß. Ich bin jetzt bei 21 Kilometern. Voll geil.
die Marke Halbmarathon war einfach zu reizvoll, als dass ich das, dass ich bei 20 Kilometer hätte aufhören können. Ah, sau geil. Also wenn ich jetzt die Runde voll mache, bin ich bei 22. Sau geil. Ich laufe schon andauernd durch die Pfützen durch, weil nass bin ich eh, aber so kühle ich ein bisschen meine Füße. Das ist ziemlich geil. Aber es gibt so wenig tiefe Pfützen. Haben die Stadtwerke hier zu gut gearbeitet. Die halten die Schlaglöcher niedrig, leider. Aber wenn eine Tiefpfütze mal da ist, patsch, voll rein. Oh, dann ist das schön kühl. Voll geil. Oh, da ist eine Pfütze, ich zeig's mal. Pass auf, ich zeig's mal. Mal gucken. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Da ist noch eine. Achtung, da ist noch eine. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob man es gesehen hat, aber es ist saugeil. Schön kühl. Verdammte Scheiße. Ich bin jetzt bei 22,5 und ich drehe jetzt rum. Ich brauche noch, wenn ich hier zurücklaufe, etwa 500 Meter. Dann bin ich zu Hause und dann habe ich meine 23 Kilometer gemacht heute. Yeah! 23 Kilometer! Scheiße. Oh, ich kann nicht mehr. Als ich angefangen habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich so weit komme. Gerade bei diesem Scheißregen. Ich bin 8 Kilo schwerer. Den ganzen Wasser in den Klamotten. Aber es macht nichts. Ich hab's gleich geschafft. Nur noch 500 Meter. Jetzt nur noch 400. Gleich hab ich's. Ich melde mich gleich vor der Haustür. So, das waren 23 Kilometer Jogging. Ich bin im Arsch. Ich kann nicht mehr. Kann nicht mehr reden. Keine Lust mehr. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Wenn jetzt keiner motiviert ist zum Sport, machen wir es auch nicht.